gerade dich entschieden, nochmal Sessel zu machen? Ja, eigentlich, ich habe gedacht, meine Karriere ist bis 34 Jahre alt. Und noch dazu 2016 bis 2018 war es sehr, sehr schwierig gehabt für mich, wegen viel verletzt und weniger Motivation. Und dann ich habe gedacht, okay, ich höre auf. Jedes Mal, ich habe gedacht, von Japan weg war ich wurde nicht gehen. Aber eigentlich, das ist schade. Meine Karriere geht so viel Snowboard gefahren und kein mehr Spaß. Und fast 3 Jahre, ich durfte alles machen, was ich möchte. Zum Beispiel, ich bin nach Hawaii geflogen, Yoga gelernt, Golf gespielt, Pada Snowboard, Ski fahren und Scuba Diving. Wirklich viele Sachen gemacht, was ich wollte früher. Und dann langsam Zeit gekommen, mehr Motivation, wieder auf dem Schnee zu sein. Wieder was schön ist auf dem Schnee. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht ich kann noch 2 Jahre schaffen. Und ich habe nicht viel gewünscht, dass ich noch einmal Podium gehen möchte oder Erfolg habe. Ich habe gedacht einfach, okay, ich gehe noch einmal auf dem Schnee zu Spaß haben. Aber dann, diese Saison unglaublich gut gemacht und wieder Spaß. Und jetzt ich habe wirklich super Motivation und Spaß für nächste Olympia. Das wirklich, ich freue mich. Mein Ziel ist, noch einmal Spaß haben und meine Karriere fertig mit Spaß. Das ist auch ein Ziel für mich.